und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Challenge Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Servus. Dem Tiger Farm. Hallo. Und dem Leon. Hallo. So, wer es nicht ganz weiß, Leon und Tiger Farm sind Lohnunternehmer bei uns am Projekt und erledigen für uns Aufgaben. So. Verdienen nur Geld, die machen keine Aufgaben. Ach, Herr nee. Tiger Farm. Ich meine es anders. Stellen Sie die ganze Zeit hier ach den so. Drescher so komisch ein. Ich check gar nicht, wie wir das geht. Wir betrügen uns etwas. Steuererpresse. Nein. Wir machen dafür keine Aufgaben. Also, haben Sie das gehört? Haben Sie das gehört? Die betrügen uns. Die haben gesagt, die wollen nur das Geld haben, aber machen dafür keine Aufgaben. Also, was war... Das ist ja echt Betrügerei hier. Was mache ich denn wohl gerade? Ich sammle hier das Heu auf. Also, davon kann ich nichts sehen. Ach, da drüben. Tja, ah, wow. Das kleine Stück, das gehört mir nicht. Nee, das sammle ich trotzdem auch fertig. So. Wird trotzdem mitgenommen. Seid ihr fertig? Was? Oder? Ja, wir sind fertig. Nee, diskutiert. Nee, ich hab noch Schokolade. Ich müsste sie gerne bestechen. Hier wird niemand bestochen. Auch nicht gegen Geld oder Schokolade oder sonst was. Hallo, Varuna hat gesagt, das geht bei euch gut. Nee, das ist nicht. Das ist aber Verleumdung jetzt. Das habe ich nie behauptet. Der hat gesagt, das geht sogar mit Brownies besser. Wollen Sie denn lieber einen Brownie haben? Nee, auch nicht. Na, Nee. Wir sind Schokomuffin. Es gibt keine Bestechung hier. Fertig. Okay, einigen wir uns auf. Nein. Schokolade mit Nuss. Auch nicht, nichts. Nichts mit Nuss, vielleicht Rosinen? Nein. Ja, bitte? Sie können mich gerne bestechen mit Schokolade mit Nuss. Oh, nee, tut mir leid, ich hab keine mehr. Das ist aber gemein. Ich dachte, hier ist Gleichberechtigung. Aber ich hab ihm doch schon den Muffin gegeben. Ich kann dir auch gerne noch einen geben, hier. Ja. Bitteschön. Danke. Heute probiere ich mal einen. Ja, okay. Ich hoffe, da ist nichts Schlechtes drin. So. Ich denke nicht, dass Rattengift giftig ist, oder? Gut, wir legen los. Ich habe gesehen, dass das Lohnunternehmen... Dass ich da Rattengift reingetan habe? Oh nein, das hast du nicht gesehen. Nee, dass das Lohnunternehmen irgendwie knapp bei Kasse ist. Nö. Wir sind bei 5.988. Stimmt, ist mehr wie ich, Vater. Außerdem hatten wir festgestellt, dass es in der nächsten, dass es heute Nacht noch anfangen wird zu regnen. Ja, die Wettervorhersage hat es vorhergesagt. Ja. Schade. Von den Nachrichten. Da muss ich ganz schnell das Heu einsammeln hier. Ja. Naja, obwohl ich glaube, bei Heu, da ist das kein Problem. Ich glaube, nur bei dem Drescher wird das ein Problem. Genau, sein. Die Drescher werden dann stillstehen. Echt? Ja. Während dem. Dann Regen, Hagel und Schnee wird nicht gedrescht. Ja. Okay. Gut. Ich habe noch nie Schnee in LS19 gesehen. Ich auch nicht. Ich schon. LS19er gibt's nee. Auch nicht. Ja, stimmt. Ich wollte schon sagen, in LS17 schon, aber wir reden ja über... Entschuldigung. Naja. Reden ja über LS19. Warte mal, haben wir nicht gesagt, dass wir dann runter in den Channel gehen? Ja, können wir gerade mal machen. Aber trotzdem, amüsante Unterhaltung. Ja. Ich kann sich das mit der Schokolade noch überlegen. Heute mal kurz ein bisschen früher. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Tiger. Exakt. Tiger Farm ist unten im Kommentar da. Also gerne mal Like, Abo oder Kommentar da lassen. Gerne auch mal beim Classic-Projekt auf der Provence vorbeischauen. Da spielen wir Bock im Moment. Das ist sehr spannend, das Classic-Projekt. Da ist es lohnenswert, da mal einzuschalten. Ja, genau. Wir können es auch Nostalgie-Projekt nennen. Nee, das ist ja so schon sagt. Anderweitig das ist Clown. Belegt. Ja, aber... Wir nennen es ja Klassikprojekt, aber man könnte dazu auch Nostalgie sagen, ja? Weil Nostalgie heißt ja alt, ja? Könnte. Kennt ihr dieses Wort? Nostalgie, ja?
Könnte es auch Ostal gehen nennen, aber dann dürfen wir bloß Ossi-Fahrzeuge einbauen. Das ist aber auch das Problem. Ostal-G-Projekt gibt es auch schon. Ja, ich weiß. Also, echt? Ja. Echt? Ja. Vom Sachsen-Let's Play. Echt? Let's Player. Echt mal, Varuna. Muss es auch richtig aussprechen. Geht ja, doch gar nicht. Werbung machen eigentlich. Ja, ich kann jetzt auch sagen, Sachsens Let's Player. Also gut, wir gehen mal runter und hören uns später wieder. Oh shit, ich mähe die ganze Zeit weiter. Okay, jo, danke schon. Euch auch, bis dann. Was haben wir gesagt, wie viel Uhr ist Nacht? 21 Uhr. Ja, okay. 21 Uhr, damit ich pennt. Also, bis später. Jo, bis später. So, also die wollen. Ach, wir könnten doch nochmal da weg. Hä? Ach, wir können doch nochmal da wegkommen. Ja, ja. Ich finde es interessant, dass sie wirklich nicht bestechbar sind. Ich habe es nämlich auch schon probiert in der letzten Folge. Ach, auch mit Schokolade? Nee, mit 20.000 Euro. Also ich dachte mir entweder alles oder nichts, aber irgendwie, sie wollten nicht. Aber finde ich ja gut. Haben ja gute Lohnunternehmer hier angestellt. Nicht, dass wir dann später so Lohnunternehmer wie Varuna haben, dann einfach sich bestechen lässt. Nee, würde ich auch nie machen. Und was ist mit Schokolade? Schokolade mit Nuss könnte ich schon vertragen. Stimmt, was ist eigentlich so deine Lieblingsschokolade? Alter, was ist denn jetzt los? Ja, Schokolade mit Nuss ist schon recht anspruchsvoll. Schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Schokolade mit Tuck ganz geil. Mit Tuck? Ja, mit Tuck. Die Milka-Schokolade mit Tuck. Die finde ich echt lecker. Ja, ich meine, ich will jetzt keine Werbung für die Kette machen, aber wird das mal. Das schmeckt echt geil. Also mit Tuck kenne ich nicht. Echt nicht? Nee. Muss in meinem Laden gucken, das ist echt cool. Das ist echt lecker. Hast du auch schon im Internet gelesen, dass demnächst Cola Cherry und Cola Vanille nicht mehr produziert werden sollen? Finde ich sowieso doof. Was? Das ist ein reines Marketing. Die Sorten, oder? Ja, braucht man doch nicht. Für was denn? Ey, die schmecken viel besser als die normale Cola. Ja, guck mal, die ganze Zeit normale Cola, das ist doch auch eine Zeit langweilig, findest du nicht? Nee. Richtig. Nee, ernsthaft. Also ich mag die ganzen Cherry-Cola, die ganzen... Ich mag nicht mal so Apfeltee oder sowas, finde ich selbst schrecklich. Apfeltee? Ja, so reine Geschmackssachen, wo sie nur machen, damit den Leuten die Kohle aus der Tasche gezogen wird. Ich gebe das so gerne Kohle aus. Ich meine, Kohle kann man ja sehr schnell finden in Minecraft. Ne? Also gebe ich dann schon sehr gerne aus. Ich bin aber leider gerade im falschen Projekt. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich weiß. In anderen Sachen, so wie zum Beispiel im echten Leben, da kann man eigentlich Kohle auch schon benutzen. Da kann man auch Holzkohle benutzen zum Verkauf. Haben Sie das schon mal gehört? Also wenn Sie Holzkohle wollen, ich hätte ja ein bisschen Holz im Angebot. Sag mal, wieso steht da jetzt eigentlich, dass sie nur 20% Produktivität haben? Ah, jetzt hat sich das geändert. Ich wollte schon sagen, weil sie nicht fähig sind, die Schafe richtig zu versorgen. Muss ich gleich mal das Veterinäramt anrufen. Hallo? Sagen Sie mal, haben Sie irgendein Problem mit mir? Nee, mit Ihnen nicht. Mit meinen Schafen vielleicht? Nee, auch nicht. Die tun mir nur leid. Echt mal. Das ist ja unerhört von Ihnen, sowas zu sagen. Oh. Ich komme gerade wieder, ich muss mal schauen. Bis gleich. So, wir haben jetzt in den letzten zwei Folgen, glaube ich, oder drei Folgen, schon mal 60.000 Euro verdient. Nur mit den paar Bäumchen, die wir hier abgesägt haben. Und der Wald ist noch sehr voll. Von dem her können wir damit da erwarten, dass wir da noch richtig viel Geld rauskriegen.
Und das Lohnunternehmen macht ja oben bei uns am Hof die Geschichten weiter. Deshalb, wir verdienen im Moment wirklich zweigleisig Geld. Einmal mit den Stämmen hier. Und mit dem Holz. Mit dem Fell. Was wir jetzt machen werden, wenn die Nacht uns den Regen bringt, ist ganz einfach. Ich sehe nichts. Ich sehe keinen Baum. Es ist zu dunkel hier. Ich werde das Lohnunternehmen dann einfach wieder Gerste anpflanzen lassen. Auf dem Feld, wo noch nichts gepflanzt ist. Damit wir das Gerstenziel auch recht schnell erreichen. So, mal gucken, wie weit eigentlich unser Gras schon wieder gewachsen ist. Noch nicht so weit. Okay, hier oben rum schon. Gras ist nämlich wichtig, das muss auf der zweiten Erntereife, das ist maximal, da muss es geerntet werden. Und deshalb haben wir dann noch ein bisschen Zeit. Das sind noch ein paar Bäume. So. Wieder aufgehalten. Ich sehe nichts. Ja, bitte. Ah, okay. Hier ist nichts. Ja, ich hoffe mal, dass meine Bäume gerade nicht ihr Grundstück zu sehr belagern. Wenn, dann verlangen sie 1000. Was verlangen sie da? 1000. 1100. 1100 ist okay. Haselnussschokolade oder? Nee, Tuck. Warum drücke ich hier immer die falschen Tasten? Das kann ich leider nicht sagen. Wo kommt das denn hin? Ach, hier kommt das hin. Stimmt. So, unser Wochenabschluss wird richtig heftig. Oh Gott, nein! Ich muss wieder Hilfe abtanken. Ist eigentlich ein Lohnunternehmer beschäftigt im Moment? Ja. Ah. Der macht hier tüchtig weiter. Aha. Ist gut. Ja, das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie weit geht denn eigentlich mein Grundstück hier? Stehe ich da noch drauf? Ah ja, okay. Jo, das ist aber mal richtig riesig. Ja, hat auch einen Haufen gekostet. 260.000. Ja, wenn Sie da so viel ausgeben wollen, nicht mein Problem. Nö, das ist schon mein Problem, aber... Die Bank hat gesagt, damit können wir unseren Kredit ziemlich schnell zurückzahlen. Meinen Sie das? Und darauf verlasse ich mich mal auf die Aussage. Weil die werden bestimmt ihre Prüfungen gemacht haben und da... Sind die auch mit Schokolade bestechbar? Nee. Die sind nur mit Zinsen bestechbar. Ist. Aber es läuft bei uns, es läuft. Ich sehe endlich mal diese Woche, dass es richtig vorwärts geht. Bei mir geht es auch richtig vorwärts. Ich kann es so, ehrlich sagen. Jetzt, exakt.
Möchte schlafen. Gerne. Müssen wir wohl. Können wohl nichts machen. Bunkersilo ist fermentiert. Ich hab doch gar keins. Ich habe auch keins. Ja. So. Was denn? Ich muss mal gerade noch was erledigen. Fällt mir gerade auf. Oh nein. Ich dachte, bei 6 Uhr wird's hell. Ja, aber es regnet. Shit. Sag mir jetzt nicht, ich kann jetzt nicht arbeiten. Bitte. Ich kann wirklich nicht arbeiten. Ja, Ernten ist jetzt vorbei und wahrscheinlich haben wir eigentlich Pflanzensterben an oder aus? Ich mein aus. Also ich glaube schon, dass wir es aus haben. Ist nur die Frage, wann es hier aufhört zu regnen. Ich muss sagen, beim Livestream hatte ich es mal, dass es mit wirklich... Dann ja, sterben es aus, okay. 4 Echtzeitstunden oder 6 Echtzeitstunden hat es geregnet. Ich glaube, ich hatte die Zeit auch auf 5. Okay. Also das war schon krass. Ich gehe mal gerade zum LU. Jo. Sie können dann in 1-2 Minuten mal nachkommen. Bitte. Klopf, klopf. Ja. Ich wollte gerade mal fragen, was Sie heute kriegen an Kosten, weil wir sind gleich schon wieder soweit. Für uns beide 500. Ja, Herr Mikado ist noch nicht da. Ja, dann... Ich wollte erstmal mit Ihnen alleine sprechen. Ja gut, dann 500 für okay. Sie. Soll ich... Können wir gleich einen Auftrag noch für den nächsten Tag ausmachen, oder können wir das erst morgen machen? Ich bin ja noch nicht fertig. Ja, aber Ernten geht ja jetzt nicht mehr. Achso, ja, aber Schuh sammeln. So geht das. Okay. Gut. Dann brauche ich ja noch einen Folgeauftrag. Okay. Gut, dann machen wir das, wenn Sie fertig sind. Jo. Okay, bis dann. Kriegen Sie gerade mal. Wir sind gleich am Ende, von dem her. Herr Mikado müsste auch gleich kommen. Dann überweise ich Ihnen gerade mal Ihr Geld. Dankeschön. Sie merken schon, dass ich immer Ihnen wohlgesonnen bin, oder? Wie? Ja, sie hatten 500 gesagt. Ah ja. Ich möchte nur, dass sie das registrieren. Das ist ja, keine das Bestechung. Das registriere ich immer. Okay. Gut. Jetzt irgendwie, ich hole mal kurz eine Karte noch. Und meistens bedanke Hallo. Ich mich auch dafür. Hallo. Hatten Hallo. Sie vergessen, auf die Uhr zu schauen? Irgendwie, ja. Gedanklich irgendwie gerade woanders, so, weil ich... Ups, das LU hat mir schon gesagt, sie müssen auch noch 500 Euro bezahlen. 500 Euro für was? Das ist ihre Lohnunternehmer. Kosten. Ui! Was sehen meine Äugländer? Weißes Gold sehen sie da. Aber sowas von weißes Gold. Ich sehe hier 8-fach weißes Gold. Das ist aber nicht sehr gut. Das ist unglaublich. Oh, es donnert sogar. So. Hören Sie das? Nee, ich höre das nicht. Ich auch nicht. Ach, toll ist, dass mein Drescher jetzt wieder sauber ist. Oh, jetzt habe ich es dann gehört. Bei mir immer noch nicht. Gut, dann wären wir am Ende angelangt. Echt? Ja. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles. Und bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.